Herzlich willkommen zu einem kurzen Info-Video. Und zwar hat heute Apple eine neue iOS-Version rausgebracht. Und ja, wie wir sehen, war davor die iOS-Version 7.0.6. Und jetzt hat Apple 7.1, eigentlich mal 7.1 rausgebracht. Das bringt ziemlich viele Neuheiten. Also Verbesserungen für die Bildung zum Beispiel. Gibt es jetzt das CarPlay, das in bestimmten Autos funktioniert? Bei Mercedes, Volvo aktuell, Ferrari auch, soviel ich weiß. Siri hat jetzt auch ein paar neue Funktionen. iTunes Radio funktioniert jetzt auch irgendwie besser, sowas. Kalender. Ja, Kalender zeigen jetzt die Ereignisse wahlweise in der Monatsansicht an oder länderspezifische Feiertage werden jetzt halt auch hinzugefügt. Ein paar neue Bedienungshilfen, wie zum Beispiel die Fettschrift und ein paar neue Reduzierungen. Kameraeinstellungen mit dem automatischen HDR für 5S, iCloud-Schlüsselbund in weiteren Ländern, FaceTime, okay, Beheben eines Fehlers, der gelegentlich zum Abschützen des Homebildschirms führte, Verbesserung mit dem Touch-ID habe ich ehrlich und für mich eigentlich sehr wichtig, verbesserte Leistung beim iPhone 4. Und weitere Benutzeroberflächenoptimierung. Ja, wenn jemand anruft und so, sieht es auch anders aus. Ich kann mein Bild einblenden und so. So, auf dem iPhone 4 sind es 152 MB. Und ja, leider hab ich nicht genug Speicherplatz und wenn es auch nicht frei bekommen ist, werde ich es wahrscheinlich morgen am PC machen.
So, wie wir jetzt hier sehen können, haben wir jetzt hier iOS 7.1. Jo, jetzt zeige ich euch mal, was alles so neu ist. Fangen wir gleich hier mit den Videos hier mal an. Jo, jetzt haben wir hier nämlich fette Textgebiet einmal, also das Schriftfett ist. Bei Bewegung reduziert sich jetzt noch irgendwas mehr. Da haben wir jetzt hier eine extra Spalte für Code. Und das war's eigentlich auch schon. Und irgendwie habe ich immer so ein Gefühl, das FaceTime-Logo sieht auch neu aus, aber gut, egal. So, und also der wichtigste Unterschied ist da hier die Geschwindigkeit. Und ja, das Ausschalten sieht nämlich auch anders aus. So. Finde ich ganz nice. Und das Anrufdesign, FaceTime-Design sieht auch anders aus, das blende ich euch, glaube ich, mal ein. Da ich das jetzt hier schlecht demonstrieren kann. Ja, aber wie gesagt, eins der großen Highlights ist natürlich die Geschwindigkeit. Das iPhone 4 ist jetzt irgendwie viel flotter und das merkt man auch in die einzelnen Apps rein. Raus. Okay. Dann hier ist das Control Center. Das hat jetzt auch eine lustige Animation, wenn es hochgeht. Wirkt mir anders. Und hier steht Musik. So, dann haben wir hier oben, glaube ich, nichts Neues. Kalender. Haben wir hier diese Ansicht jetzt hier. Haben wir da drauf drüben. Und ja. Aber allgemein, also das sind alles alle Funktionen, die ich euch demonstrieren kann. Klar gibt es noch dieses CarPlay für Mercedes Volvo aktuell und so, aber das kann ich euch schlecht demonstrieren. Ja, aber, und die Tastatur sieht jetzt ein bisschen anders aus. Aber es sieht ja auf dem iPhone 4 nicht sehr deutlich aus. Dann beenden wir das Video auch gleich mal. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könnt und mich abonnieren könnt für weitere Videos. Bis zum nächsten Mal und tschüss und iOS 7.1 lohnt sich. Holt's euch.